Ich, der Dippold, der sagenhafte Gründer von Dippoldeswalde, begrüße Sie herzlich hier im Lurgaver Museum und Galerie zu Dippoldeswalde. Und seit dem 2. Dezember bis zum 25. Februar ist hier wieder die Weihnachtsausstellung. Kommen Sie einfach mit. Hier beginnt die Weihnachtsausstellung. Und das Besondere an diesem Jahr ist die Ausstellung der Familie Lorenz aus der Nähe von Hannover. Denn sie hat hier im Haus 46 Schwibbögen ausgestellt und wir laden Sie herzlich dazu ein, diese hier zwischen unseren einheimischen Motiven zu entdecken. Unter den 46 Schwibbögen ist auch einer mit den Motiven von Dippoldeswalde mit dabei. Mal sehen, ob Sie ihn finden. Hier befinden wir uns in der Lederkammer unserer Weihnachtsbastelwerkstatt für Groß und Klein. Kommen Sie in der ganzen Familie hierher und basteln Sie noch schöne Sachen für Ihre Weihnachtsdekoration. Sehen Sie schöne Bilder von Künstlern hier aus dem Osterzgebirge und zwar Bilder aus der Winterzeit. Und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass Sie sich auf den Weg machen, hierher ins Lurgaver Museum und Galerie. Zum Schluss noch die aktuellen Termine zum Jahreswechsel hier im Museum. Zwischen Weihnachten und Silvester hat sich das Museum für Sie noch schöne Dinge ausgedacht. Und zwar am 27. Dezember findet eine Taschenlampenführung mit Schatzsuche für die Familien statt. Am 28. Dezember geht es mit Laternen und der Marktfrau Marie durch Dippoldeswalde. Und am 29. Dezember Lichter funkeln zwischen den Jahren. Und am 29. hat das Museum bis 20 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf Ihr Kommen.